Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XCOM Enemy Unknown. Letztens sind wir hier stehen geblieben, dass wir zum Mission Control müssen. The enemy is testing our capabilities, Commander. We've gotten reports of simultaneous attacks in two different countries. We can only respond to one. The country we help will donate more resources to our cause. But the panic level of the country we choose not to help will rise. It's not an easy decision, Commander. But it's one you'll have to make. Oh, das ist doch. Wir sollen uns jetzt zwei verschiedene Länder aussuchen, die wir jetzt, also eins von zwei Ländern sollen wir uns aussuchen, die wir unterstützen. Eins davon wird uns dann mehr spenden und das andere, da wird das Paniklevel aber steigen. So, wir haben hier einmal Seattle, United States und Beijing. So, wenn wir jetzt die USA wählen würden, dann würden wir einen Scientist 4 bekommen. Hier würden wir 200 bekommen. Kann ich hier auch einmal raus? Nein, also ich muss das jetzt machen, leider. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, so, nee, noch nicht. Das ist ein bisschen blöd, deswegen, ich wollte eigentlich gucken, wie viel 200 wert ist, ob das viel oder wenig wert ist, aber ich denke mal, so ein Scientist ist ein bisschen besser, deswegen gehe ich in die USA. Tut mir leid, China. Understood. The troops are waiting for you in the hangar. Commander, before deploying our squad, you can choose which soldiers to send out there. I've taken the liberty of calling up our veteran. His combat experience makes him invaluable on the battlefield. Alles klar, ich darf hier welche aussuchen. Oh Gott. Das war ja, glaube ich, den wir vorher hatten. Ja, der ist jetzt heavy. Abilities. Ja, okay, Abilities haben wir bei dem schon geguckt. Loadout. Können wir denen irgendwas Besseres geben? Nein. 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 Können wir irgendeine andere Person irgendetwas geben? Loadout. Assault Rifle? Nope. Vielleicht. Den hier. Aber ich glaube, alle tragen eher das gleiche, ne? Also wir haben noch nicht so viel. Wir haben irgendwie noch gar keine Unterschiede bei allen. Das heißt, es ist eigentlich relativ egal. Wir müssen einfach mal launchen. Okay. Das kriege ich hin. Blau. Auf den Button drücken. Oh, das Hinfliegen, das dauert. Wow, okay. Okay. Dass das Hinfliegen auch noch Zeit kostet, das ist, ja. Mission Objectives. Swaps abduction site and identify threats. Neutralize all hostile targets. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Das stand aber easy. Vorhin. Das heißt, wir sollten es eigentlich, glaube ich, mal hinbekommen. Normalerweise. Hold on, Soldier. Before you move out, let's see what's inside that building. Your squad mate is closer, so let him check it out. Kann ich irgendwie sehen aus? Okay. Dashing. Ah, hier. Ah, darf ich nicht. Schade. Ich soll mit denen aber hier rein. Es ist jetzt wieder so ein Tutorial-Ding. Mal rechtsklicken, ne? Genau. Good. Now open the door. Quietly, so you don't reveal your position to the enemy. Jetzt hier ein Linksklick drücken. Okay. Now take cover inside. Sie kann jetzt hier rein. Alright. Now I want a man on the roof of that building. See if you can find a way up there, soldier. Oben drauf. Ich soll jetzt gucken, ob ich Jetzt oben drauf. Ich denke, die Leiter.
kann ich hoch und immer da drauf. Eins hinzubekommen, oder? Ah, der kann da einfach doch. Ja, ha, ja, das mache ich auch mal privat. The rest of you, advance toward the enemy and get into cover. Hold your fire until I give the word. Weißt du die? Okay, jetzt darf ich einfach entscheiden. Dann würde ich sagen, einer geht da in das hier hin. Gesehen wurde. Jetzt irgendjemanden vergesse. Komm nach da. Das war's leider mit meinem Zug. Alter! Das ist mal totale Scheiße. Haben die mir einfach hier die Deckung weggenommen? Sagen, gehst du ein? Ach, weil die mich sehen. Guck. Ah, okay. Use left shift and tab or just to change targets and also, ich wollte gar nicht schießen. Jetzt habe ich geschossen. Egal. Hier links klicken. Einmal raus nach hier hin. Nein, ich wollte mit dem noch schießen. Das heißt, wenn ich über das hier gehe, dann darf ich nicht mehr schießen. Ich gehe hier hin. Das kann ich. 25% ohne Crack Granate werfen. Hier hin. Bam! The commander will be assuming command now as you sweep the rest of the area. As always, I'll be offering tactical advice as needed. And remember, your armor can only withstand a couple of shots from their weapons. So keep your eyes open and your heads down. Good luck. Jetzt darf ich selber was machen. Alles klar. Das heißt, ich kann erstmal nach hier hinten vor. Okay. Das war eine coole Alien Activity. Du gehst jetzt erstmal nach da hinten. Und dann habe ich dich hier. Leider habe ich. Ich würde sagen, zwei gehen hier lang und zwei gehen hier lang. Das eine geht jetzt nach da. Erstmal nach da. Habe ich dich noch? Kannst du mal hier hinten hin? Du hast dich immer noch bewegen, dann kannst du ja mal hier hinten gucken. Da hinten sind noch zwei. Alles klar. Gut zu wissen. Die gehen in das Gebäude rein. Verdammt, da wurde einer gebufft. Dings, keiner. Als ob du triffst von da hinten. Commander,
Our veterans' rocket launcher should make easy work of the structure the aliens are using for cover. And if we're lucky, it'll take out the aliens along with it. That is, if it hits. Gut, na. Als allererstes muss ich erstmal da hinkommen mit dem Rock. Da war hier doch irgendwie. Cannot move and fire this weapon in the same turn. Ah, okay. Ja gut, dann hoffe ich noch mal ein bisschen. Nicht weiter. Dann muss ich. Ah! Mann, ey! Ah, das ist doch alles kacke hier. Mich da hinstellen. Toll, ja, dann stelle ich mal hier hin. Ob das so. Ist noch da. Du hier. Hier vorne. Und du. Die dürfen nicht. Die sollten nicht alle auf der gleichen Stelle sein. Das heißt, du solltest jetzt. Da hinten. Und die Alien Activity wieder. Oh! Noch nicht so gut geduckt, wie ich gedacht habe. Bist lieber dahin. Dann schießt du aber auf jeden Fall. Oh, reloaden, echt. Ja, gut, nutzt du Cover von hier und dafür aber. Quatsch, Fire. Den, wenn du treffen solltest. Leider nicht. Adjusting sights. Kannst hier vorne Deckung auch feiern. Beide 25 Brot, das lohnt sich nicht. Down. Danke, dann Doubles Cover Bonus und 13 Minuten Hits Zeit. Wie lange ist das denn? Ja, dann versuche ich einfach. Auf den hier. Hätte ja sein können, dass es trifft. Ganz eventuell. Ich darf mit dem noch. Jawolli. Einfach reinwaschen. Ja, aber ich könnte. Ich darf aber auch nicht zu nah dran, ne? Wegen dem Rocket Launcher. Frag out. Wozu ein Rocket Launcher, wenn man einen Frag Grenade hat? The labs are on high alert. Teams are standing by for your orders. We can begin researching the newly recovered artifacts immediately. Wir haben nichts verloren. Wir haben 4 getötet. Das ist alles super. Wir haben auch keine Zeit zu. Wir müssen das in dieser Zeit machen oder so. Das heißt nur, nichts verlieren und alle töten. Finde ich gut. So. Wir sind wieder in Europa. Wir haben 2 Leute, die ihn haben, einmal zu Snipe und einmal zu Assault. Das ist doch gleich direkt hier. Natürlich machen wir das. Dann wird der zu, keine Ahnung was, der hat leider keinen Kill gemacht. Oh. The recovered artifacts are being unloaded and the research team is waiting your orders. We'll get started as soon as you give the order. Commander. We have an incoming transmission from the Council. Hello, Commander. We wish to congratulate you on your most recent victory. We realize you were faced with a difficult decision in responding to the various requests for assistance.
Regardless, you performed admirably. As agreed upon, the reward for your actions has been granted. Farewell, Commander. We hope that you are met with continued success. Natürlich. New facility available. Laboratory. Each laboratory increases research speed by 20%. Adjacency bonus plus 10% increases to research speed for every adjacent laboratory. Use the build facilities option and engineering to construct this facility. In Asien hat das Panic Level increased. Gut. Leider, wir haben jetzt ein, The Council knows you made the right decision, Commander. With the resources we have available, there's only so much we can do. However, our chief engineer did come up with something to help you keep an eye on things. Haben wir jetzt ein Level 4 Wissenschaftler oder haben wir 4 Wissenschaftler? If we allow panic levels to get out of control in any given nation, they're going to withdraw from the Council. And they'll take their funding and additional support with them. The Council's overall confidence in the XCOM project is shown on the primary meter above the main screen, which engineering has nicknamed the Doom Tracker. Commander to Mission Control. Commander to Mission Control. So, wir können hier einmal. Hier sind so die. Achens. So die. Jetzt einfach. China ist natürlich jetzt ein billiges Ding. Hier haben wir einen Satelliten, das uns 100, was das ist, Credits. Und schon 265, das heißt die 200, monthly, oh Gott, noch nicht mal einen Tag rum, nur steht per month. Wie lange geht das denn? Ah, gut, wir haben 5 days for 3 days. 3 Tage haben wir Council Research. Hello, Commander. The current research task is progressing as expected. However, it will still be some time before the schematics are ready for engineering. I'm sure you have other pressing matters to attend to in the meantime. Natürlich habe ich das. Mission Control. Commander to Mission Control. Bench Research Project? Das kann ich alles gerade nicht, weil ich zum Mission Control soll. Commander, Dr. Valen reports that research is progressing in the labs, but it will still be some time before the project is complete. While we're waiting, our local satellite network has just come online, and we can now begin scanning for new activity. The process could take several days. Please scan for activities. Oh God! Commander, schematics for the scope targeting system are complete. They have been sent to engineering. Also wir haben jetzt einen neuen Waffenfragment. Commander, with this research complete, my staff and I currently have nothing to study. I would like to ask your permission to autopsy the alien cadavers retrieved from your last two field operations. I'm sure you would agree that if we're going to defeat the aliens, we must understand their physiology. Ja, du möchtest Aliens studieren, aber was ist denn mit? Disabled for tutorial. Boah, ich muss das Tutorial echt umstellen. Thank you, Commander. I will let you know when this research has been completed. Wenn ich das nochmal spielen sollte, dann muss ich unbedingt das Tutorial machen. It appears Dr. Shen's staff have finally figured out how to turn their machines on. Commander to engineering. Commander to engineering. Ja, gut, immer Commander hier, Commander da. Meine Güte, ey. Ah, Commander. I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication. Also hier ist es einmal
Scope, span equipped to advanced targeting module integrates with XCOM's active HUD. Over significantly to our soldiers' aim. Medikit! Da können wir dann. Ja, dann mach mal ein paar Scopes, ne? 5? Nein. 4. Hier ist Scopes. Fabrication of the scope device is complete. It has been delivered to the armory. Und dann. Nein, ich möchte nochmal Engineer. Und dann möchte ich noch ein paar Medikits. Auch 4 Stück. Zack. Dankeschön. Commander to the barracks. New items and weapons from engineering will always be delivered directly to the armory, Commander. Ja, ich möchte dann meine Soldaten hier haben einmal. Und zwar den besten momentan, den Heavy-Typ da. Loadout. Hier einmal ein Scar. Commander to the situation room. Ah. Commander to the situation room. Oh. Ja, der hat einen Rocket Launcher, der braucht keine Granaten. Dann habe ich hier einmal meinen Sniper. Der braucht unbedingt einen Scope. Scopey, Scopey, Scope. Da. Zack. Weil was macht denn Sniper, der nicht schießen kann? Der braucht keinen Scope, der braucht ein Medikit. Wobei ein Assault kann auch eigentlich eine Granate tragen, ne? Weil kann, ist ja eh vorne meistens. Das heißt, mein anderer Typi. War das? Arthur Clark. Nehme ich Arthur Clark als meinen zweiten Buddy. Der trägt das Medikit. Kann man nicht die Namen ändern? Customize. Dann hätte ich gerne den ersten Namen. Clark. Wegen Clark habe ich jetzt Kent, ne? Kennen vielleicht einige von euch diesen außerordentlichen guten Mann. Und die ersten erkenne ich an der. Ja. Soll ich wieder zum Situation Room? Kann ich nicht eigentlich hier Edit Options, Enable Soldier Gameplay, Show Animal Health, Enable Autosave, Enable Third Person Interface, Video, Graphics, 999, Integrity, XCOM Database, Load Game, was auch. Okay. Ja, ich kann das Tutorial anscheinend noch nicht ausstellen, das heißt, ich muss das Tutorial spielen. Aber da diese Folge jetzt schon rum ist, sage ich jetzt einfach mal Ciao. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es immer noch ein Tutorial ist momentan und wir noch nicht so viel selber spielen können. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.